mit dem Vortrag Easy Optimize und der Fragestellung bzw. der Antwort darauf, wie ich Energiemanagement einsetzen kann, um optimal Mikro- und Mini-KWK-Anlagen zum Einsatz zu bringen. Herr Kritzer, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, besten Dank für die einleitenden Worte. Marcel Kritzer, mein Name, von der RWE Effizienz GmbH aus Dortmund. Ja, die RWE kennen ja alle, große Energieversorger. Aber wir haben auch eine kleine Einheit, die RWE Effizienz GmbH aus Dortmund, die sich mit neuen Energiethemen beschäftigt, wie zum Beispiel der Hausautomatisierung, Smart Home, Elektroladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und seit 2011 auch mit dem Thema Energiemanagement und das insbesondere für KWK-Anlagen. Und genau zu diesem Energiemanagement möchte ich Ihnen heute einiges vorstellen. Zum einen die Motivation, warum sich ein Energieversorger wie wir uns mit diesem Thema Energiemanagement überhaupt beschäftigt und dann wie das Energiemanagement Easy Optimize aufgebaut ist. Ja, welche Regelstrategien wir dort verfolgen. Das ist zum einen die lokale Optimierung, welche Infrastruktur man dafür benötigt und dann anschließend noch das Demand-Side-Management. Ja, wir haben heute schon häufig gehört, wir haben schon relativ viele fluktuierende Energieerzeuger in den Netzen. Wir haben über 38 Gigawatt Photovoltaik installiert, über 36 Gigawatt Windenergie installiert. Der Strombedarf am Wochenende sinkt teilweise bis auf 35 Gigawatt runter. Kann man sich dann relativ leicht vorstellen, dass, dass an Wochenenden teilweise tagsüber durch die erneuerbaren Energien der Strombedarf gedeckt wird. Man sieht aber auch, dass über die Photovoltaik- und Windenergieanlagen eine Regelung nur schwer möglich ist, beziehungsweise eigentlich nur eine Abregelung möglich ist. Daraus lässt sich relativ schnell ableiten, haben wir heute auch auf einigen Folien detaillierter gesehen, dass der Bedarf an Regelbarkeit und Flexibilität ansteigt. Auch gibt es natürlich dezentrale Energiesysteme wie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Batteriespeicher, Elektroheizstäbe, Smart-Home-Lösungen, Elektroladesäulen, das sind alles dezentrale Energieerzeuger oder Energieverbraucher. Die sind alle schon im Markt eingeführt, jedoch erzeugen sie und verbrauchen sie elektrische Energie ungeregelt, beziehungsweise sie erzeugen sie ohne zu kommunizieren, zumindest im kleinen Segment, ohne zu kommunizieren mit dem Netz oder mit Märkten oder sogar untereinander. Um das aktuell und vor allem auch in Zukunft übereinzubringen, nämlich der steigende Bedarf an Regelbarkeit und die vielen kleinen dezentralen Energiesysteme, die dann eben zu regeln sein werden, haben wir das Energiemanagement Easy Optimize entwickelt und eben auch die Geschäftsmodelle dahinter. Eine kurze Einführung. Ich denke, KWK-Technologie ist hier sehr bekannt. Ich habe hier nochmal ein Schema mitgebracht, wo man sieht, dass ja, vielleicht auch eine KWK-Anlage bereits installiert ist in dem Objekt. Und ist auch ein Pufferspeicher installiert. Wir haben einen Zwei-Richtungs-Stromzähler, der Bezug und Einspeisung misst und eben aus der KWK-Anlage der Stromverbrauch gedeckt wird oder auch der Wärmeverbrauch seitens Warmwasser und Heizung. Was man jetzt hier sieht, ist, was hier implizit dargestellt werden soll, ist, dass die Anlage auch wärmegeführt läuft normalerweise. Das heißt, alleine aufgrund der Pufferspeichertemperaturen springt die KWK-Anlage an oder auch wieder aus. Die Stromflüsse, Netzbezug und Netzeinspeisung im Zweirichtungsstromzähler werden nicht berücksichtigt. Das heißt, ja, die Anlage läuft wärmegeführt und erzeugt im Zweifel immer dann, zu den Zeiten, wenn kein Strom verbraucht wird, elektrische Energie, die dann ins Netz eingespeist wird, beziehungsweise erzeugt dann keine Energie, wenn sie gerade benötigt wird. Das führt zu einem hohen Austausch mit dem Netz. Und aktuell haben wir einen Strompreis von etwa 29 Cent je Kilowattstunde. Mit dem aktuellen KWKG bekommt man etwa 4 Cent, 3,5 bis 4 Cent für die Netzeinspeisung. Das heißt, da ergibt sich relativ schnell ein Delta von 25 Cent, was ich einsparen kann, wenn ich den Strom immer dann erzeuge, wenn ich ihn auch selbst verbrauchen kann. Und genau das leistet die Easy Optimize Box. Die installieren wir in einer Retrofit-Maßnahme zusätzlich zum bestehenden Energiesystem oder auch für neue Anlagen. Ja, die Easy Optimize Box muss nur mit dem KWK-Gerät kommunizieren über ein Protokoll, ebenso wie die Daten vom Zweirichtungsstromzähler auslesen, sodass wir zu jedem Zeitpunkt wissen, wie viel Netzbezug und wie viel Netzeinspeisung vorliegt.
Wir haben eine Anbindung übers Internet auf unseren EasyOptimize-Aggregator. Das ist eine Leitwarte, wo wir dann auch den Anlagenbetrieb verfolgen können und später dann auch die übrigbleibende Flexibilität vermarkten können. Ganz wichtig ist uns natürlich auch Transparenz gegenüber dem Endkunden. Gerade weil wir als relativ große Energieversorger auftreten. Deswegen hat der Kunde die Möglichkeit, über ein Visualisierungstool sich online einzuwählen. Das geht aktuell browserbasiert und wird in Kürze auch als App verfügbar sein. Ja, das vielleicht zur Infrastruktur. Und man sieht da eigentlich relativ schnell, dass gar nicht so viel notwendig ist. Also man braucht einen DSL-Router. Die Anlage hat man meistens eh im Keller stehen. Den Zweirichtungsstromzähler hat man auch. Und was man dann noch braucht, ist nur die EasyOptimize-Box. Das ist also auch kein Hexenwerk, nicht irgendwie eine große Regeltechnik für 2.500 Euro oder so, sondern wir sind hier im 100-Euro-Bereich. Was die EasyOptimize-Box macht, ist mal hier dargestellt, und zwar ist hier der wärmegeführte Betrieb dem stromorientierten oder stromoptimierten Betrieb gegenübergestellt. Hier sieht man den Stromverbrauch im Objekt, der ja morgens irgendwo bei 500 Watt ist und dann mittags oder morgens ansteigt auf 2 kW und später sehen wir da vereinzelte Spitzen. Da haben wir jetzt mal den Betrieb einer KWK-Anlage drüber gelegt. Die hat hier 5,5 kW elektrisch und läuft, je nachdem wie eben der Puffer leer oder voll gefahren wird, unabhängig von diesem Stromverbrauch. Dem gegenübergestellt haben wir jetzt denselben Stromverbrauch. Und haben dann mal unsere Anlage stromoptimiert drüber laufen lassen. Und da sieht man, dass wir dort mehrstufig modular vorgehen. Das heißt, der Wärmekomfort für den Kunden hat natürlich oberste Priorität. Keiner möchte kalt duschen oder bei 15 Grad unter dem Weihnachtsbaum sitzen an der Bescherung. Auf jeden Fall hat das Wärmekomfortmonitoring oberste Priorität. Und hier sieht man, dass die Anlage zwischen 3 und 5 Uhr läuft. Aufgrund von gesunkenen Pufferspeichertemperaturen. Was dann der Algorithmus macht, ist, er erkennt online oder während des Tages sekündlich oder minütlich, ob ein Strombedarf da ist. Und so sieht man, dass die Anlage eingeschaltet wird gegen 8 Uhr, gegen 12.30 Uhr und dann nochmal kurz vor 20 Uhr, um eben die Stromspitzen abzudecken und den Betrieb der KWK-Anlage so zu legen, dass möglichst viel der im Haus benötigten elektrischen Energie über die KWK-Anlage erzeugt wird. Der gelbe Kreis deutet an, dass wir auch eine Prognose hinterlegt haben, und zwar eine elektrische und thermische Lastprognose, jeweils auf Viertelstundenbasis für die nächsten 96 Viertelstunden des Folgetages. Und da erkennt eben die EasyOptimize-Box oder weiß aus den vorherigen Tagen und weiß auch basierend auf der Wetterprognose, dass dort mit aller Wahrscheinlichkeit ein hoher Stromverbrauch anliegen wird. Die EasyOptimize-Box koppelt diese Prognose dann um 15.30 Uhr an den aktuellen Bedarf und entscheidet dann, die KWK-Anlage soll weiterhin betrieben werden. Was man jetzt sieht, ist eben, dass die Integrale unter dem Stromverbrauch hier größer sind, als zum Beispiel hier. Hier habe ich einen Netzbezug und hier wird diese gesamte elektrische Energie eben von der KWK-Anlage bereitgestellt und so spare ich mir 29 Cent als Anlagenbetreiber. Hier ist nochmal kurz dargestellt, wie sich das aktuell darstellt. Mit dem aktuellen KWKG haben wir hier den Zweirichtungsstromzähler. Wenn der nicht kompatibel ist, dann stellt RWE diesen Zähler auch kostenlos und baut ihn auch kostenlos ein. Dazu haben wir eine Verbindung entweder über einen Optokoppler oder über Funk mit der EasyOptimize-Box und kommunizieren dann mit dem KWK-Gerät. Genau. Der Preis für die Box, also die unverbindliche Preisempfehlung, beträgt 595 Euro, inklusive Zähler und sonstiger Komponenten. Das ist im 5-KW-Bereich und im 20-KW-Bereich ist man da etwas drüber. Ja, wie gesagt, wir haben auch eine Visualisierung, die ist auch im RWE-Design gehalten, im Hellblau. Hier kann sich der Kunde einloggen über www.easyoptimize.de. und kann dann einmal seinen Stromverbrauch, seine Netzeinspeisung, seinen Netzbezug, was die KWK-Anlage erzeugt hat und eben der interessanteste Wert, was ich selbst verbraucht habe aus meiner KWK-Anlage, anzeigen lassen. Das kann er sich dann anzeigen lassen in Zahlenwerten oder auch in Balkendiagrammen über verschiedene Zeitspannen, vom Jahr, Monat oder auch bis zum Tag runter.
So halten wir auf jeden Fall den Kunden transparent informiert über das, was mit seiner Anlage passiert. Genau. Der wichtigste Werthebel ist sicherlich diese Eigenstromoptimierung. Da haben wir dieses Delta von 25 Cent. Mit der neuen KWKG, mit dem neuen KWK-Gesetz 2016 würde das auf 21 Cent geschmälert, weil dort ja die Einspeisevergütung bei 8 Cent liegt und die Vergütung der Eigenstromnutzung bei 4 Cent liegt. Deswegen haben wir hier ein Delta von 4 Cent. Aber wir sagen, dass aktuell bei aktuellen Konditionen der Kunde bis zu 250 Euro im Jahr sparen kann. Ja, und wenn der Kunde seine KWK-Anlage ein, zwei Jahre schon betrieben hat und sich überlegt, ich könnte sie eigentlich ja noch optimieren, ich habe ein bisschen Geld über, ich möchte noch was investieren und möchte vor allem meine Energie, die ich zu Hause selber erzeugt habe, auch besser nutzen. Dann bietet sich Easy Optimize an und hier ist ja Einsparung von bis zu 250 Euro im Jahr möglich in der 5 kW-Klasse, in der 20 kW-Klasse liegt man da auch deutlich drüber. Wir haben diesen Werthebel hier mal schematisch dargestellt in dem Kreisdiagramm. Will heißen, über die Eigenstromoptimierung kann ich deutlich mehr einsparen, als ich aktuell mit der Flexibilitätsvermarktung verdienen kann. Das heißt, Demand-Side-Management ist schön und richtig, aber das ist nicht der wesentliche wirtschaftliche Hebel. Wir haben es auch heute schon gehört, dass die Preise in der Minutenreserve stark runtergegangen sind. Nichtsdestotrotz bündeln wir auch hier über unseren Easy-Optimize-Aggregator, über die ganzen Easy-Optimize-Boxen, die wir im Feld haben, die Flexibilität der Energiesysteme. Wir können hier unterschiedliche Energiesysteme einbinden und miteinander kommunizieren lassen. Wir sehen hier unten rechts im Bild den Senatec DAX, ein EcoPower 4.7 oder 3.0, eine G-Box 20, ein Batteriesystem, eine schöne Elektroladesäule von den Kollegen, ein Elektroheizstab und auch eine Wärmepumpe schematisch dargestellt. Und die Flexibilität all dieser extrem kleinen Anlagen können wir einsammeln über die Easy Optimize Box. Wir brauchen dafür auch keine zusätzliche Infrastruktur. Die Box ist ja schon im Haus installiert und optimiert für den Kunden. Und anschließend, wir sind da aktuell noch in der Testphase, aber anschließend werden wir dem Kunden ein Angebot unterbreiten und sagen, ja, wenn du, lieber Kunde, neben der Eigenstromoptimierung auch deine Flexibilität vermarktet haben möchtest, sei es am Regelenergiemarkt oder Spotmarkt, wir kümmern uns darum, es ist ein All-Inclusive-Paket und du bekommst dann am Ende des Jahres eine Gutschrift. Ja, wir haben auch da die eigenen Optimierungsalgorithmen patentiert und ja, haben dort auch schon einige Anlagen präqualifiziert. Im Testbetrieb oder im Betrieb sieht es dann folgendermaßen aus, dass wir eben über die Easy-Optimize-Boxen das Internet alle Daten einsammeln auf dem Easy-Optimize-Aggregator. In der Minutenreserve muss man dann immer am Vortag morgens gegen 8 oder 9 Uhr das Angebot für die 6 Zeitscheiben des Folgetages abgeben. Das heißt, da muss dann das IT-System genau wissen, welche Flexibilität am nächsten Tag bereitsteht. Und zwar für jede der 6 Zeitscheiben à 4 Stunden. Wird das Angebot dann bezuschlagt, bekommt man einen Leistungspreis zugesagt, ohne dass irgendwas mit dem Betrieb der Anlagen passiert. Die werden also weiterhin eigenstromoptimiert betrieben, werden aber zeitgleich gemonitort vom Easy Optimize Aggregator und im Fall des Abrufs über die 104er-Schnittstelle dann auch abgerufen. Zur Präqualifikation, das war heute ja auch schon mal Thema, da muss man unter anderem diese Doppelhöckerkurve abfahren, man muss Daten der letzten Monate oder Jahre abliefern von den Anlagen. Und da haben wir letztes Jahr mit den Kollegen der Amprion 22 Mikro-KWK-Anlagen präqualifiziert. Das waren Anlagen mit 4,7 kW elektrischer Leistung und 3,0 kW elektrischer Leistung. Und dort war es möglich, den Anlagentyp zu präqualifizieren. Das heißt, wir haben für diese 22 Anlagen nicht für jede einzelne Anlage diese Doppelhöckerkurve fahren müssen, sondern das wurde uns erlaubt und deswegen sehen wir auch überhaupt kein Problem, Anlagen zu präqualifizieren. Es wurde uns erlaubt, dort einen Pool zu präqualifizieren mit diesen 3.0 und 4.7 Anlagen. Seitdem sind wir im Testbetrieb und etablieren auch parallel die Abrechnungsprozesse und entwickeln dann auch ein kommerzielles Angebot für den Kunden. Ja, vielleicht als kleiner Ausblick, beziehungsweise das haben wir auch schon realisiert, die Optimize-Box ist wie gesagt vielfältig einsetzbar. Wir sehen jetzt hier eine sogenannte Power-to-Heat-Anwendung. Da ist eine Photovoltaikanlage installiert oder auch eine andere Energieerzeugungsanlage und wir steuern an der Stelle den Verbraucher. Das ist ein Großverbraucher wie eine Wärmepumpe oder wir werden auch gleich den elektrischen Heizstab sehen. Man kann sich auch vorstellen, dass dort eine Elektroladesäule installiert ist und ich den Ladeprozess oder den Ladevorgang regle.
Hier ist es so, dass der Kunde ja, eine Photovoltaikanlage und zum Beispiel eine Warmwasserwärmepumpe hat und ja, die Warmwasserwärmepumpe normalerweise zwischen 6 und 8 Uhr läuft, nachdem eben geduscht wurde und der Pufferspeicher leer ist. Wir blockieren dann die Wärmepumpe, weil eben noch kein Photovoltaikertrag um diese Uhrzeit da ist und aktivieren dann die Wärmepumpe, wenn eben überschüssige elektrische Energie vorhanden ist aus der Photovoltaikanlage. Sprich, nachdem ja, der ganz normale Haushaltsverbrauch gedeckt ist und immer noch 1, 2, 3 kW übrig sind, hier jetzt in dem Fall 1 kW, aktiviere ich die Wärmepumpe. Und ja, erzeuge somit auch wieder eine Optimierung für den Kunden und er spart sich eben den Netzbezug für den Betrieb der Wärmepumpe. Das Gleiche geht auch mit dem Elektroheizstab. Da habe ich natürlich keinen ganz so guten Wärmewirkungsgrad bzw. COP. Hier ist es auch so, dass dann eben der Gas- bzw. Ölkessel unterdrückt wird und wir warten, bis genügend Photovoltaikertrag da ist, um den Heizstab dann stufig, zum Beispiel 3-stufig, dazu zu schalten. Und im nächsten Schritt sollen natürlich auch diese Power-to-Heat-Anwendungen ins virtuelle Kraftwerk, in den EasyOptimize-Aggregator integriert werden. Genau, Elektromobilität hatte ich auch schon angedeutet. Wir sehen hier eine Straße in Mülheim. Da haben wir insgesamt 10 Objekte, hier sieht man jetzt 8, 10 Objekte ausgestattet mit Photovoltaikanlagen, stationären Batteriespeichern, Smart-Home-Systemen, der Elektroladebox von RWE, der E-Box Smart und natürlich dem Energiemanagement EasyOptimize. Wir haben auch 2 weitere Objekte, die jetzt hier nicht auf dem Foto drauf sind, mit KWK-Anlagen ausgestattet. Und hier entwickeln wir zum Beispiel die Auswirkungen von von zeitvariablen Tarifen. Sprich, wir bekommen von den Kollegen aus dem Handel und aus dem Vertrieb Preiszeit rein, 96 Viertelstunden für den Folgetag. Und dann wird eben nicht mehr nur energietechnisch oder ja, bezugs- und einspeisetechnisch optimiert, sondern auch auf Basis von Preisen. Die sind aktuell noch nicht wirklich Realität. Aber wenn mal zeitvariable Endkundentarife kommen sollten, ja, kann über EasyOptimize direkt optimiert werden. Und hier ist natürlich zum Beispiel das Ziel, den Elektrosmart über die Elektroladesäule immer dann zu laden, wenn Photovoltaikstrom ansteht, wenn der Preis günstig ist, wenn die KWK-Anlage läuft oder wenn der Batteriespeicher voll aufgeladen ist. Und die Kommunikation mit all diesen Komponenten, das schafft eben ja, das Energiemanagement EasyOptimize. Das ist hier nochmal dargestellt. Auch natürlich immer eine Kommunikation zum Zwei-Richtungs-Stromzähler, um meine Daten vorliegen zu haben und zu wissen, habe ich genügend elektrische Energie zur Verfügung? Und wie regle ich dann anschließend meine Energiesysteme? Ja, das war schon die kurze Einführung in EasyOptimize und ich habe mich extra ein bisschen kurz gehalten und hoffe auf interessante Fragen von Ihrer Seite. Vielen Dank, Herr Kritzer.